Hallo zusammen, heute geht es um die Sneaker, die im Juni rauskommen sollen. Es geht zwar nicht so ganz so krass ab wie im Mai, aber es sind auf jeden Fall mal ein paar ziemlich heiße Kandidaten dabei, wie zum Beispiel der Jordan 4 White Oreo oder der Jordan 1 High Metallic Purple. Aber fangen wir doch gleich mal an, oder? Am 1. Juni kommen gleich zwei Air Max Pre-Day Modelle raus, der Black Grey und der Pure Platinum. Vor einigen Wochen kam ja der Liquid Lime raus. Den habe ich auch ausprobiert, den habe ich nicht reviewed, aber den habe ich mal ausprobiert. Er war schon ziemlich gut verarbeitet, er war auch recht bequem, aber etwas eng, behaupte ich einfach mal für mich, für meinen Fuß. Und ja, also der Pre-Day, da setzt Nike wirklich auf sehr hochwertige Materialien, recycelte Materialien. Und viel Wildleder. Dieser komplett schwarze oder weiße, da gefallen mir wirklich die Colorways. Also ich probiere wirklich bei beiden mitzugehen. Werde dann auch mal gucken, dass ich wirklich ein Review. Der weiße, das wäre so mein Kandidat. Am 3. Juni, also gleich am 3. Juni, kommt ein Jordan 1, auf den, glaube ich, dieses Jahr, wirklich dieses Jahr, ziemlich viele gewartet haben. Und zwar der HYOG Court Purple. Ja, sehr cleaner Colorway, weißes, geiles Leder. Wir haben Sator oben, beziehungsweise auch innen im Schuh. Das Swoosh, der ist violett, genauso unser Air Jordan Logo ist violett oder zum Beispiel auch halt die Sohle. Also sehr clean das Ding. Laut den ganzen Previews in den ganzen Apps wird er extrem steil gehen. Jeder will den Sneaker haben. Wird um die 170 Euro kosten, was normal auch so ein Jordan 1 High kostet. Ich probiere auf jeden Fall mitzugehen. Resale Value wird extrem hoch sein. Das heißt, wenn man ihn nicht bekommt, wird man nur auf den Reseller-Plattformen fündig und da wird er auf jeden Fall über 200 Euro liegen. Aber ich will ihn auf jeden Fall für mich persönlich haben, mal sehen, ob ich ihn bekomme. Am 3. Juni kommen ein paar Air Force Modelle raus, ein weißer und ein schwarzer. Und zwar die Hello Modelle. Kennt ihr diesen Namensschilder mit Hello, my name is whatever Sneaker-Typ? Ja, da hat sich Nike inspirieren lassen und so ein Sneaker bringen sie auch raus mit diesem Halo-Schriftzug. Auf den Fotos mal sieht das Leder von den Air Force Modellen auf jeden Fall mal wirklich wie bei normalem Air Force Modell aus. Das heißt, wird auf jeden Fall vorne Creases werfen. Was aber wirklich geil ist, ist dieser Halo-Schriftzug. Den finden wir auch an der Zunge, den finden wir auch auf der Einlagesohle. Was extrem geil ist, ist dieser Mini-Swoosh vorne im Toe-Bereich. Also den feiere ich komplett. Wie wir sehen können, sind die Swooshes wirklich aufgenäht. Dicke, fette, leere Swooshes aufgenäht. Sehr nice das Ganze. Die Sneaker, die werden nämlich 110 Euro kosten, weil es einfach Sondermodelle sind. Und werden meiner Meinung nach auf jeden Fall, zwar vielleicht nicht sofort, aber auf jeden Fall ausverkauft sein. Aber ich denke, ihr bekommt sie auch dann später, wenn ihr sie jetzt nicht direkt bekommt, irgendwann mal auch für Retail immer noch auf den ganzen Reseller-Plattformen. Ja, am 4. Juni kommt ein Sneaker, der eigentlich im Mai rauskommen sollte, und zwar der Nike Dunk Low University Blue. Sehr cleaner Colorway, wird auf jeden Fall sehr gefragt sein. Die Dunks, die haben, wie ich schon öfters erwähnt habe, kein so geiles Leder. Also von der Optik her und von der Haptik her, das heißt, die bekommen auch sehr, sehr schnell Creases. Allein schon, wenn man sie anguckt, bekommen sie schon Creases. Aber ja, das macht bei den Sneakern irgendwie auch diesen Reiz aus, diesen leichten, weil wenn sie Creases bekommen, werden sie immer weicher und weicher und die werden immer bequemer und bequemer. Also Dunks aktuell richtig im Hype und das ist ein geiler Colorway. Am 5. Mai kommt ein etwas düsterer, so sagen es die ganzen Plattformen, Jordan 6 raus, und zwar der Electric Green. Auf jeden Fall sehr gefragt, wird um die 190 Euro kosten, was auch die normalen Jordan 6 kosten. Das Upper bei dem Sneaker ist komplett Nubuck, also schwarzes Nubuck, und wir haben halt überall diese Electric Green Akzente, wie zum Beispiel halt auch über der Air Unit hinten, wie man sehen kann. Oder zum Beispiel auch unser Lace Lock. Gefällt mir persönlich ziemlich gut. Laut den ganzen Apps gefällt auch vielen anderen Leuten ziemlich gut. Jordan 6 Modelle sind nicht so wie Jordan 1 Modelle gefragt, würde ich mal sagen. Aber halt, die steigen halt irgendwann mal trotzdem mit der Zeit, wie praktisch jedes Jordan Modell. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, wenn ihr ihn nicht sofort bekommt, dass ihr wahrscheinlich auf einer Reseller-Plattform vielleicht mit 20, 30 Euro Aufpreis den immer noch bekommt und dann nach wirklich einem oder zwei Jahren den wahrscheinlich auch für 100 bis 200 Euro mehr loswerden könnt. Also ein sehr geiles Ding. 5. Juni, ein weiterer Sneaker, und zwar der Yeezy 500 Taupe Light. Sieht clean aus, dieser Yeezy 500. Ich bin kein Fan von diesem Design. Die Sohle, weil es kein Boost ist, das hier ist Adipren und Adipren Plus. Das heißt, es ist bequem. Es ist nicht so bequem wie Boost. Es ist bequem. Es ist auf jeden Fall sehr stabil. Mit dem Schuh kann man ziemlich lange laufen. Das ganze Upper, so wie ihr sehen könnt, Mesh und Wildleder. Und vor allem halt bei einem Yeezy 500 könnt ihr davon ausgehen, dass hier einfach mal echt geile Qualität am Start ist.
Der wird 200 Euro kosten. Er wird höchstwahrscheinlich, weil er so clean aussieht, recht schnell ausverkauft sein. Aber auf den Reseller-Plattformen wird er praktisch immer bei Retail, bei seinem Retail-Preis bleiben. Vor allem halt im ersten halben Jahr. Und irgendwann mal dann wird er wahrscheinlich dann erst steigen. Aber es ist auf jeden Fall einer der cleaneren Colorways, also aus der Yeezy-Baureihe, behaupte ich mal. Weil alles, was zuletzt rauskam, das war einfach nur komplett behindert bunt, wo keiner verstanden hat, wieso. Also das ist ein Sneaker auf jeden Fall, der nach einer Zeit im Wert steigen könnte. Am 6. Juni kommt ein auch ein sehr gefragter Sneaker raus, und zwar der SB Dunk Low Classic Green. Wir haben natürlich unsere Irish-Farben hier und das Ganze ist inspiriert von den ganzen Jordan 1 High-Modellen, die gut gegangen sind. Also auf jeden Fall, es gibt einen Jordan High, der ähnlich aussieht oder einen ähnlichen Colorway hat oder den gleichen Colorway hat und der einfach auch steil gegangen ist. Und dachte sich Nike, okay, den SB Dunk Low können wir auch mal rausbringen, der ähnlich steil danach auch abgehen wird, was hier auf jeden Fall der Fall sein wird. Es ist, wie ihr wisst, natürlich kein normaler Dunk. Die SB Dunks, die haben ja diese fette, geförderte Zunge, die auch krass raussteht. Wenn wir die Fotos angucken, können wir auch sehen, dass das ist aber normal auch bei den ganzen SB Dunks. Die haben ein viel besseres Leder wie die normalen Dunks. Das heißt, hier das Leder sieht auf jeden Fall viel hochwertiger aus, viel besser aus, vor allem viel weicher aus. Da will ich auf jeden Fall mitgehen, oder da empfehle ich euch auch auf jeden Fall mitzugehen. Der Sneaker, der wird auf jeden Fall sehr, sehr schnell das Doppelte, wenn nicht noch mehr, erzielen auf den ganzen Reseller-Plattformen. Ich persönlich würde den Sneaker gerne für mich private haben zum Tragen. Aber ich gehe davon aus, ich bekomme ihn nicht. Normalerweise gehe ich nicht so oft auf die ganzen Jordan 1 mit ein, obwohl es viel mehr davon gibt, weil, also es gibt eigentlich nur einen Grund, weil die einfach meistens ein wirklich sehr schlechtes Leder haben, beziehungsweise das Leder ist kein Leder, es ist fast nur Plastik bei den meisten mit. Ja, aber es kommt jetzt einer raus, und zwar am 7. Juni, und zwar der Women's Mix Materials Aqua Blue Tint, so heißt er. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier kein schlechtes Leder am Start. Der Sneaker wird 120 Euro kosten. Hier haben wir Wildleder und Mesh-Mix. Das heißt, vorne im Toolbereich, wie wir sehen können, ist Mesh. Auch die Seite ist Mesh. Und dann haben wir natürlich dieses Babyblaue, also Aquablaue, einfach mal Wildleder auf dem Sneaker. Ja, schwarz, aus schwarzem, genabtem Leder, so wie es aussieht, die Swooshes bei dem Sneaker. Also es sieht sehr nice aus. Auf jeden Fall mal kein billiges Leder hier am Start. Das heißt, der Sneaker für den Preis, da würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, mitzugehen. Aber auch wenn ihr ihn nicht bekommt, könnt ihr davon ausgehen, dass er wahrscheinlich auch bei StockX oder irgendwo anders gerade mal mit einem Aufpreis von 20, 30 Euro einen Sneaker auch in den ersten Wochen bekommen werdet. Am 11. Juni kommt ein Sneaker raus, den ihr sicherlich nicht für 20, 30 Euro Aufpreis auf der Reseller-Plattform bekommen werdet. Und zwar Dunk High Retro Game Royal. Ja, die Low-Version von dem Sneaker, die war ja wirklich extrem beliebt und hat auch bereits schon so einen Grail-Status erreicht. Ja, und jetzt kommt der Sneaker wieder zurück, und zwar in der High-Version. Und ja, schaut euch nur diesen Colorway an. Brutal clean, weiß und blau, sehr geil. Vor allem bei so einem Dunk High könnt ihr von einem richtig geilen Leder ausgehen. Also was die Fotos jetzt auch mal so versprechen einem. Der Sneaker wird 110 Euro sogar bloß kosten und wird auf jeden Fall sofort ausverkauft sein. Ihr müsst da wirklich Glück haben. Und wenn ihr kein Glück gehabt habt und den kaufen wollt, empfehle ich euch vielleicht direkt eigentlich in der ersten Woche, nachdem er gedroppt ist, wo die ganzen Leute den wirklich dann bekommen haben, nach 3-4 Tagen von Nike, und sofort alle, weil sie Kohle machen wollen, den reinstellen, da wird der Preis am niedrigsten sein, den zu holen. Da behaupte ich mal, bekommt ihr wahrscheinlich noch unter 200, je nach Größe, aber dann geht die Reise irgendwann mal nur noch nach oben. Auch nochmal so ein Sneaker, den ihr wahrscheinlich nicht zu günstig auf der Reseller-Plattform bekommen werdet, ist der Nike Dunk Low PRM, also Premium Anthrazit. Der kommt am 12. Juni raus, wird 110 Euro kosten. Und ja, schaut euch den Sneaker bloß an. Also wie es aussieht, hat er natürlich dann zwar immer noch dieses billige Leder im Toolbereich oder auch an der Seite oder zum Beispiel auch die Swooshes, die weißen Swooshes. Und alles andere ist Wildleder in diesem, ja, in diesem Animal Pack Design, was ziemlich cool aussieht. Also sehr clean. Hinten auch der weiße Nike-Schriftzug. Also ja, ich werde da auf jeden Fall probieren mitzugehen. Er wird auch sehr gefragt sein und er wird auch ausverkauft sein und nicht günstig zu bekommen sein danach. Am 15. Juni kommt ein ja, sehr, sehr, sehr bunter Nike Dunk Low Woman, und zwar der Sunset Pulse für 100 Euro. Das soll er kosten. Wir hatten ja schon den Easter Dunk. Das ist der
Easter Dunk nur noch viel bunter, viel krasser. Also wie ihr sehen könnt, also das rote oder das blaue Leder zum Beispiel, das ist wirklich so ein glänzendes Leder, genauso auch im Swoosh. Das Leder, es glänzt wie Sau. So wie es aussieht, haben wir im Toolbereich und auch an der Seite Wildleder, ebenfalls gefärbt. Kennt ihr noch diese alten Polos 6N, also VW Polo 6N, wo einfach praktisch jede Tür, jede Haube und alles komplett einfach irgendwie bunt war? Ich blende mal die ein. Ich glaube, Nike hat sich genau da inspirieren lassen bei dem Sneaker. Also anders kann ich es mir gar nicht vorstellen. Er sieht nämlich für mich so ein bisschen das gleiche aus. Also wenn ihr so ein Polo 6N in diesem bunten Easter Egg Design rumfahrt, das wäre euer Sneaker, auf jeden Fall. Der Sneaker bei der Farbe, er ist ziemlich hässlich, ich könnte davon ausgehen, ausverkauft wird auf jeden Fall sein. Ich glaube nicht, dass ihn jemand anziehen wird oder nicht so viele Leute anziehen werden. Also kann gut sein, dass ihr noch am Anfang wirklich unter 200 Euro auf dem Reseller-Plattform bekommt, wenn ihr ihn nicht für Retail bekommen habt. Ja, am 19. Juni ein Sneaker, der von vielen Leuten dieses Jahr wirklich heiß erwartet wird. Und zwar der Jordan 4 White Oreo. Der wird ja 200 Euro kosten, 190, 200 Euro wird er kosten. Durch nur diesen Colorway. Also richtig geiles weißes Leder bei dem Sneaker am Start. Diese graue Midsole, die Sohle selbst ist dann wieder weiß. Also einfach die Details, vor allem zum Beispiel auch halt der rote Jumpman auf der Einlagesohle oder halt auf der Zunge. Mega, mega, absolut mega. Also ich würde wahrscheinlich komplett durchdrehen, wenn auch der Jumpman hinten ebenfalls rot gewesen wäre. Klar, Nike Air Schriftzug wäre natürlich noch viel krasser gewesen, aber den Sneaker, den wollen sehr viele haben. Wenn man die Fotos sich anschaut, sieht das Leder auch wirklich sehr, sehr edel aus, sehr nice. Geiles Ding, auf jeden Fall mitgehen, auf jeden Fall ausverkauft, auf jeden Fall einen hohen Reseller-Value nach einer kurzen Zeit. Und je länger den man hält, desto besser wird es einfach. Ja, am 21. Juni kommt ein weiterer Jordan 1 High raus, und zwar der Light Fusion Red. Jo, Nike greift jetzt halt auf jeden Fall mal hart in die Farbkiste und experimentiert geht ein bisschen rum. Gefällt aber wohl ziemlich vielen, wenn man die Apps sich anschaut. Also der Sneaker ist wirklich gehypt in den Apps. Ich glaube, viele Amis wollen haben. Ja, es ist ein Jordan 1 High. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, das Leder wird geil sein, so wie es sich einfach gehört. Sieht man eigentlich auch schon auf den Fotos. Er sieht mega aus. Ich weiß zwar nicht, welche Schnürsenkel dabei sein werden, aber ich behaupte mal bei dem Colorway, also weiß ist drin, dass da wahrscheinlich auch rote oder gelbe dabei sein werden. Was dem auch wirklich stehen könnte, also ich kann mir gut vorstellen, mit roten oder mit gelben Schnürsenkeln, dass es den einfach mal nochmal ein bisschen nicer aussehen lässt. Also, cooles Ding. Auf jeden Fall mal sehr wilde Farben. Ich persönlich würde sowas nicht tragen, aber Leute wollen haben. Das heißt, wenn ihr ihn kaufen wollt für Resell, ihr könnt davon ausgehen, mit dem macht ihr dann auf jeden Fall auch ein bisschen Geld. Zwar nicht viel, aber ihr macht ein paar Euro auf jeden Fall. 10, 20, 30. Je nachdem, wie lange ihr ihn haltet. Ja, am 21. Juni kommt noch ein Jordan 1 High raus, und zwar Zoom Comfort Psychic Blue. Psycho Blue würde ich ihn nennen. Okay, also Comfort. Das heißt, wir haben natürlich dann hier einfach die neuen Modelle. Es ist kein normaler Jordan 1 High. Wir haben hier Mesh am Start. Wir haben natürlich dann hier sehr weiches Wildleder am Start. Vor allem diese ganzen Comfort-Modelle wegen der Zoom Air Unit sind einfach mal auch wirklich richtig schön bequem. Der normale Jordan 1 High ist ein Air. Das sind die Zoom Comfort. Also die sind brutal bequem. Vor allem auch die Materialien sind da wirklich geil bei diesen Sneakern. Und was natürlich auch ein großer Vorteil zu normalen Jordan 1 High ist, Nike macht sie günstiger. Der Sneaker wird 140 Euro kosten. Die Farbe ist nicht so meins. Aber ihr könnt davon ausgehen, dass dieser Sneaker ja auf jeden Fall viel bequemer ist wie jeder andere Jordan 1 High, normale Jordan 1 High. Sehr cooles Ding, auf jeden Fall. Resell Value glaube ich nicht. Also ich behaupte mal auch, wenn ihr ihn nicht bekommt, weil einfach jeder einfach bloß Jordan 1 High liest und sofort da mitmachen will, ihr bekommt ihn wahrscheinlich für 20, 30 Euro mehr, wenn überhaupt. Noch auf diversen Reseller-Plattformen kann man auch gut vorstellen bei dem Sneaker, dass er noch einige Restocks bekommen wird. Ja, am 24. Juni kommt ein Sneaker raus, den ich normalerweise auch jetzt nicht wirklich erwähnen würde, aber der sieht so clean aus. Dieser Neutral Grey, also grau. Ist ein Jordan 1 Low, wird 130 Euro kosten. Brutal clean, wie ihr sehen könnt. So, wenn man den Fotos glauben kann, kann ich mir gut vorstellen, dass hier, weil er 130 Euro auch kostet, und nicht einfach bloß 100 wie die meisten Jordan 1 Low, dass hier besseres Leder verarbeitet wurde.
Es sieht wirklich, das Leder wirklich vorne im Toolbereich, sieht wirklich bequem aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass der hier auf jeden Fall mal steil gehen wird. Und ja, da haben sie sich natürlich auch von den 1985er Originalen inspirieren lassen bei Nike. Aber ja, mit dem Colorway, da machen sie absolut nichts falsch. Vor allem jetzt aktuell, wo jeder einfach nach so einem weißen Air Force sucht. Air Force One. ja, der ist nicht ganz so klobig. So ein Jordan 1 Low und der Colorway, mega, mega auf jeden Fall. Also da probiere ich auf jeden Fall mitzugehen. Ich glaube, das ist ein ziemlich geiler Sommersneaker. Ja, und zum Abschluss kommt noch ein Yeezy Boost, und zwar 700 Inflame Amber. Der wird irgendwann mal Ende Juni kommen. Ja, den normalen Inflame, der kostete auch 240 Euro, wie dieser Amber hier. Da war aber noch ein bisschen blau mit dabei. Den wollten auf jeden Fall wirklich sehr, sehr viele Leute haben. Und der hat auch Resale Value wirklich halt was gebracht. Also ihr könnt davon ausgehen, dass ihr, wenn ihr für 240 Euro gekauft habt, irgendwie für 200, am Anfang wahrscheinlich für 260, 270 losgeworden seid und jetzt wahrscheinlich schon bei 300 oder sogar mehr, je nach Größe liegt. Und dieser Inflame hier, der ist ja noch ein bisschen cleaner, noch ein bisschen besser. Also weil dieses Blaue hier fehlt, sieht der einfach hier cleaner aus. Könnt davon ausgehen, dass der wahrscheinlich eine ähnliche Preisentwicklung hinlegen wird und vielleicht sogar noch besser ist. Also ja, nices Ding. Ihr könnt euch mal überlegen, ob ihr da mitgehen wollt oder nicht. Was sagt ihr? Bei welchen Sneakern geht ihr mit? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Für heute sind wir fertig. Danke euch. Ciao.